Na. Freunde, heute zeige ich euch, wie man an einer Käfervorderachse die Versteller einschweißt. Ich habe die Mittelnüsse schon mal zur Seite geschlagen und zeige euch jetzt mal. So, wo bin ich? Da bin ich. Wie nachher hier die Langlöcher reingemacht werden. Okay, bis gleich. So, jetzt habe ich den Bolzen mal eingesetzt. Und setze jetzt mal die Platte auf, damit wir uns das Langloch anzeichnen können. Damit wir das auch nachher verstellt bekommen. Ja. Also nochmal zur Veranschaulichung. So ist das Original. Und dann kommt der Versteller drauf. Und den nur, damit ich ungefähr die Position habe. So, und jetzt setze ich den hier an. Und da bohre ich jetzt einmal. Und dann kann ich das Langloch machen. Jetzt noch mal, wie lange genau jetzt hier festmache. So. So. Und jetzt zieht die Schraube an. Habe ich so schön vorgezogen, dass sie schön aufliegen. So. Und jetzt kann ich den ganzen Spaß verschweißen.
rein. Und ja, so wäre das schon, sind wir dann schon fertig. Dann gehen wir nochmal durch, was wir gemacht haben. Wir haben die Mittelnüsse gelöst. So, haben dann ein Langloch gemacht und haben dann angefangen, die Mittelnüsse frei zu bekommen, dass wir nachher die verdrehen können und somit die Verstellung nachher möglich ist. Haben dann die Rasterplatten aufgeschweißt und sind somit schon fertig und haben jetzt eine verstellbare Vorderachse. So. Und können jetzt quasi, wie wir wollen, das Fahrzeug höher oder tiefer legen. Was ihr im Endeffekt für Hersteller nehmt von den Mittelnüssen, das ist immer, oder das ist euch überlassen. Es gibt da verschiedene Hersteller, aber so richtig schlechte gibt es da eigentlich auch nicht. Da schwört eben jeder auf was anderes. So, somit die Nüsse sind verschweißt und damit ist die verstellbare Vorderachse fertig. Ich denke mal, jeder, der ein bisschen handwerklich begabt ist, sollte das eigentlich hinbekommen und auch jemanden in der Nachbarschaft haben vielleicht, der vernünftig schweißen kann, sonst eben zu einem Fachbetrieb gehen, der sowas macht. Aber das ist ja bekanntlich so oder sollte ja nicht das große Problem sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen zeigen, wie man eine Originalachse auf Verstellung umbaut und wünsche euch noch einen schönen Tag und ein Like wäre immer gut oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal.